ganz gut. Ja. Sehr effizient. Meistens, ja. Du bist irgendwie schneller als ich. Dein einer Schuss im Gewehr ist schwer. Dein einer Schuss. Was es wohl da drüben auf der Insel gibt? Wahrscheinlich ist da ein Haus. Da stehen zwei Häuser. Hm. Komm, wir gehen mal schwimmen. Obwohl, echt? Du bist... Warte mal, ich probiere mal kurz was aus. Du wirst dann nass. Das möchte ich sehen, wie nass. Nee, wirst nicht... Doch, jetzt fängt er an zu warten. Jetzt bin ich nass. My clothes are soaked through. Ich warte hier auf dich. Okay, ich beeile mich. Ist ja gerade, regnet's ja nicht. Ich bin soaked. Weißt du, was das Blöde ist? Ich bin auch soaked. Weißt du, was das Blöde ist, dass wir jetzt so lange gebraucht haben, um uns zu finden und ein bisschen auszurüsten? Eine halbe Stunde gibt's Abendessen. Nein! Warum? Hier ist mal schon gar nichts. Okay, gehe ich mal noch zu dem zweiten Haus. Da müssen noch voll die Übersachen liegen, hallo? Wer schwimmt denn durchs Wasser, bitte? Niemand. Außer du. Tja, siehst du mal. Oh, warum geht denn der da jetzt nicht rauf? Mann. So, jetzt. Das ist so ein kleines Bootshaus. Oh. Es regnet. Das ist ein Bootshaus mit nichts drin. Prima. Toll. Ist ja wenigstens ein Boothaus im Boothaus. Da ist absolut nichts drin. Na, dann komme ich wieder zurück. Ja, bitte. Kann ich jetzt gerade nicht erkennen. Da irgendwie auf der anderen Seite. Ich kann dich nicht sehen. Ach, da. Bis zum Sack im Wasser. Geil. Irgendwas, mein Vater sagt immer irgendwas. Irgendwas mit Angeln, bla bla bla. Irgendwas mit Barsch und das Wasser ging ihm bis zu den Knien oder so. Obwohl es dann eigentlich Arsch ist. Das ist halt irgend so ein Reim. Und dann erwartest du noch einen Reim und dann sagt er dann Knie. Ja, gleich geht sie los. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Dann gleich geht sie los, unsere Polonaise. Oh Mann. Alex Flattermann hatte letztens beim Delfin-Video voll den geilen Witz erzählt. Ich werde den jetzt nochmal wiederholen. Ich fand den echt lustig. Und zwar, was macht man mit einem Hund ohne Beine? Hinter sich herziehen? Ja, um die Häuser ziehen. Was hat ein Mann ohne Beine? Erdnüsse. Oh Mann, ey. Ja, der ist so tief unten, da wird eine Kellerwohnung drüber frei. Da läuft ein Zombie. Zombie, ja. Darf ich schießen? Ja, gerne, probier's. Schneller. Ja, ich sehe ihn nicht. Schneller. Noch ein bisschen schneller. Er kommt auf mich zu. Ja, warte. Hm, nett. Hab ich ihn getroffen? Ja. Geil. Ziemlich schön ins Kreuz. Zumindest sah es man danach aus. Oh, der lädt direkt nach, das ist ja cool. Da muss ich nicht nochmal extra eine eigene Kugel nochmal reintun im Inventar. Clever vom Spiel gelöst. Mhm. So, nehmen wir mal die Shotgun in die Hand. Warum regnet es hier jetzt eigentlich die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Nur am Pissen. Aber vorne ist, glaube ich, schon das nächste Dorf, kann das sein? Irgend so ein Turm ist da? Das ist so ein kleines Mini-Dorf, so ein Zwischendings. Guck mal, wie heißt es? Ne, das ist so ein Hafenabschnitt mit Gedöns dran. Dann können wir da ja mal nach Sachen suchen, würde ich sagen. Ja, da war ich zumindest mal nicht drin. Das ist gut. Da bin ich dran vorbeigelaufen, als ich versucht habe, dich zu retten. Ich bin schneller als du jetzt. Ja, ich habe meine Waffe jetzt mal weggepackt. Sind wir gleich schnell. I'm freezing.
Du musst mal Feuer machen. Ja. Ich hätte ja alles da. Außer Streichholz. The basic mix you need to start a fireplace. Mixture of pieces of paper and dry brushwood. Make a start a fire, ja. Okay, also das Starter-Kit hätte ich da. Aber? Ja, wie willst du ein Starter-Kit ankriegen ohne... Achso, ich dachte im Starter-Kit wäre schon Feuer... Ja, Feuer mit drinne! Das ist quasi... Hinter dir so läuft ein Zombie her. Ja, hab ihn gesehen. Das ist quasi so ein... Ui. Drei Schüsse, ey. Verschwende die nicht, du hast nicht so viel. Ich hatte 16. Jetzt habe ich noch 15. Hä? Wie geht denn das? Du hast viermal geschossen und nur einen Schuss verbraucht. Geil. Finde ich gut. Was ist das denn, ne? Elektro. Kleine Toys, schön, kann man nicht rein. Ich gehe mal hier in das Fabrikgebäude, wie man da reinkommt. Aber es scheint die Sonne. So ein bisschen. Wumm! Ich hab einen Zombie gehört. Ja, ich auch. Was liegt da? Da kommt da schon der Zombie. Ich nehme jetzt mal meine Dings. Ein Stück Holz. Ein Stück Holz. Oh, ich bin noch ein Zombie, gehört. Genau. Ich gehe mal gerade die Treppe hoch hier. Da liegt eine Jacke, aber mit der können wir nichts anfangen. Ja, was sagst du? Was ist das denn? Ein Knicklicht? Ich habe auch eins. Neben. Wie ist denn meine Jacke? Ist sie schon... Warren, und die? Da kommt der Zombie. Vorsicht, ah. Von hinten. Ich blut schon wieder, ist unfassbar. Ich will sterben, nochmal. Also das mit dem Angreifen müssen wir unbedingt ändern. Ja, genau, du hast mich getroffen. Fall runter! Komm, fall runter! Blops. Ist runtergefallen schon! So, ich muss hier mich verbinden. Jetzt zappelt er da unten rum. Ich liebe das, ey. Ach, schön. Jetzt liegt er nochmal. Kurz ins Grafikmenü. Das haben sie immer noch nicht geschafft zu fixen, das ist unfassbar. Ein Schraubendreher. Damit kann man doch Dosen aufmachen, oder? Damit sollte man Dosen aufmachen können. Ja, ich muss mal was essen. Ich habe allerdings... Achso. Ich bin hungry. Ich habe ein Dings dabei. Was? Ein Dosenöffner. Ja, ich hab... Ja gut, Dosenöffner ist besser. Dosenöffner. Dosenöffner ist Ben. Ah, der ist voll am Abschmatzen hier. Immer noch hungry. Ah, jetzt nicht mehr so ganz hungry. Ich hätte noch ein paar Sachen da, falls du... Ich habe noch Sardinen. Kannst du mir auch mal deinen Dosenöffner geben? Ja, sichi. Achso, ich muss mal zu dir runterkommen. Ja, ich mach mal noch einen Schritt nach rechts oder links. Da lag nämlich gerade noch irgendwie was. Ein Zombie. Außer den Zombie. So, jetzt müsste er eigentlich direkt zu meinen Füßen liegen. Der Dosenöffner. Oh, da. Machen wir hier das Döschen mal auf. So, kannst du ihn haben wieder. Okay, ups, jetzt habe ich mich weggedreht. Tjo. Und? Immer noch gelb hungry. Brauchst du noch was? Aber wenn du was hast und wenn du nichts brauchst. Oh, guck mal. Sprung.
probiere mal was aus. Ich schlichte mal dahin. Ich kann es nur inspecten, also das Fireplace Starter Kit. Hm. So, jetzt ist gut. Jetzt habe ich gar nichts Hungry-mäßiges. Ich bin jetzt aber auch nicht, weiß nicht mehr, wie das heißt. Energized und hydrated. Genau, energized. So. Wieder schön durch den Regen laufen. Oh, mir macht das nichts aus. Schadenfreude, sich schön zu freuen. Hm. Warum muss dann das jetzt hier so pissen? Ich glaube, da vorne steht ein... Nee. Nee, nee, nee. So, gehen wir mal hier Richtung Häuschen, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Kann man die essen? Bei den Häuschen bin ich mir nicht sicher, aber ich habe die Kürbisse gesehen. Nee, die werden nicht angezeigt. Dann kann man sie wohl nicht essen. Schade. Kommt bestimmt noch. Ja, ist ja noch immer Alpha, ne? Mhm. Oh, 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 ich glaube, da liegt was für dich. Ja, da liegt was für dich. Was denn? Eine Regenjacke und ich habe einen Zombie gehört. Ja, ich kümmere mich drum. Das ist zwar eine gelbe. Ja, ich habe eine orange. Jetzt mach mal nicht so ein... Kriegst du das hin da draußen? Eine Aufhebung. Ja, ja, ich habe ja meine Machete. Die Zombie-Waffe schlechthin. Ich glaube, ich nehme mal... Ich blute schon wieder, ist ja unfassbar. Leg das mal bitte aus der Hand. My leg is painful, na toll. Kommt da noch einer oder bist du das? Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Dann nimm mal bitte deine... Nee, zwei bitte. So. Hab ich dich? I think my arm is broken. So, geht. Wie hängt denn der da? So, jetzt muss brauchst ich du Rex? Eine habe ich noch. Okay. Jetzt muss ich noch gucken. Weil er gesagt hat, er glaubt, sein Arm ist gebrochen. Ich habe einen Splint dabei. Das ist. Ja, aber ich benutze ja den auch für die Arme oder nur für die Beinchen. Breakdown, into use, inspect. Na gut, er meldet sich jetzt auch nicht mehr von wegen, er denkt, sein Arm ist gebrochen. Da steht jetzt nichts mehr bei mir. Hm. Ja, wenn er nochmal rummeckert, dann kannst du ja dann benutzen. Ja. Er hat ja auch gesagt, sein Bein tut weh und das tut jetzt nicht mehr weh. Ach ja. Ich habe ein Fröschlein im Hals. Ein Fröschlein im Hals? Oh, was haben wir denn hier? Black Jeans. Was ist das denn? Ach, ja! Teleskop und es passt auch natürlich wieder auf deine Waffe drauf. Ja. Kannst du damit jetzt echt snipern oder ist es wieder nur so ein Vergrößerungsglas? Warte. Eins. Boah. Es ist voll rangezoomt. Da kann man richtig gut mit snipen. Und vor allem stand da badly damaged, aber es ist gar nicht damaged. Ja, das ist doch gut. Dann lass mal weitergehen. Ja. Ja. Das ist ja ein süßes Häuschen. So ein Transformatorenhäuschen. Kommt man aber auch nicht rein, ne? Doch, doch, da kommt man rein. Aber nicht ins Häuschen selbst. Ach, übrigens, ich muss ja noch was nachholen. Für alle, die jetzt das Geräusch hören, sich denken, sag mal, was futzt denn der jetzt dann mit ins Mikrofon rein? Das ist ein kleines Stofftier aus dem McDonald's von vor, weiß nicht, was habe ich vorhin gesagt? 98. Von vor 16 Jahren. Es soll eigentlich ein Löwenbrüllen darstellen, ist allerdings eher so ein Furzgeräusch. So, gehen wir noch hier hin und dann gehen wir auch mal auf die rechte Seite, weil da sind nämlich noch ganz viele Häuschen. Okay, ich glaube, hier kann man nicht rein. Hm. Lass gleich rübergehen. Hm. Ist das denn schon Elektro? Nee, ne? Nee, ist glaube ich ein Vorrat noch. Ich fahre nochmal hier so
Nee, das ist, glaube ich, nur so. Obwohl, doch, das könnte schon ein Teil von Elektro sein. Wo bist du denn jetzt hingelaufen? Ich bin hinterm Baum. Da bist du. Ich komme dir hinterher. Und schon wieder ein Zombie. Kriegst du den oder soll ich schießen? Nee, sollte ich so hinkriegen. Kommt noch einer? Kannst du dem jetzt mal in die Birne trümmern? Du sollst. Ich bin schon wieder an mein Mausrad gekommen. Hallo. Da geht doch. Wie er umgefallen ist. So. Lass View uns Contents. Er hat nichts. Er hat nichts dabei, ne? Schade. Das sind, glaube ich, die ersten Häuschen von Elektro hier.